Willkommen zurück zu Feed the Beast mit Tergo. Im Dom natürlich auch dabei. Und das Monster wieder am Start. Genau. Die Kleinigkeit mit dem Loch hier schon behoben. Letztes Mal haben wir den Controller gebastelt. Und, die ganzen ME-Sachen. Max hat am Lager gebaut, am Maschinenraum oder wie auch immer. Und am Ende noch in der Höhle gewesen. Und der ist auch wieder da, der Flüchtling. Aua! Sag mich nicht! Hast du verdient. Also, was ich jetzt mal lassen muss, ist, also das Schwert, das sieht irgendwie aus wie eine Banane. Sieht aber alle anders aus, ne? Guck mal. Das blaue Schwert sieht so aus, zum Beispiel. Ja, ich sehe es da noch. Genau. Und deins ist mehr so ein Säbel. Bei Dom, das rote Schwert sieht richtig geil aus. Das rote ist richtig stylisch. Ja. Ja. Hier ein rotes Steinchen? Weiß ich nicht. Ich verrat's dir nicht. Ja. Ey. Treppen. Ich will uns da setzen. Der baut sich ein rotes Schwert. Der Typ hat die mehr als genug. WTF? Der hat 30 Stück, hat der. Naja, wo? Der klaut dir Steinchen. Okay, also das ist ja Hammer, das Ding, ey. Falls ihr wundert, der Mann hat das Effektbuch, packt ihr das auch ab. Also das ist ja kein Schwert mehr, das ist ja schon nachher so Spaten. Soll ich einen Spaten sehen? Ich hab ihn doch in der Hand zu hält. Den roten Mann, da sind noch andere. Die ganzen Sachen sehen ja, verschieden aus. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, also meine grüne Hacke finde ich geil. Das ist voll Textur, das ist ganz nice, das war halt alles ein bisschen anders aussieht. Gib mir meinen Spaten zurück. Du bist ein Spaten, aber noch alles. Aua! Also von diesen Profilen haben wir jetzt erstmal mehr als genug, ey. Dass die habe. Also sobald wir was Grünes sehen, nicht einschmelzen. Was meinst du? Ich hab absolutes Einschmelzbrot, ey. Das ist ja illegal. Aus einem Stack haben wir, glaube ich, knapp 4 Stacks ausgesucht oder so. Ja, weil, die mal 4 Stück gegeben haben oder so, ne? Ja. 4 Stück gibt eins. Sterben war ich auch nicht mehr, bei Level 36, jetzt wird langsam riskant, der Zaubertisch muss her. Ich habe auch schon 38, den Tisch habe ich, wir brauchen Bücher. So. Stimmt, ich wollte ja mal was bauen. Warte mal, wo habe ich denn das gefunden? Warte mal. Wollen wir uns ein Haus da extra Höhlenportal und hat... Ui, das Dorf sieht mal in dem Texture-Pack echt nice aus. Ja. Very nice. Wollen wir in so ein Haus extra Dings reinbauen vielleicht? Ja. Den Portal und so, ja. Und wir wollten ja auch einen Zauberturm bauen, ne? Ja. Aber stell doch mal, aber hier haben wir doch schon Bücher, wenn du hier das den Zaubertisch mit reinstellst. Wollen die dann erstmal den Zauberturm bauen oder anfangen oder so, damit wir das vielleicht dann reinbunkeln oder? Na, ich werde jetzt hier an das Haus, was eben Dom steht, das hier, da werde ich jetzt erstmal mich dran machen und mache hier unser Portal und raus. Soll ich dir bei der Entkernung helfen? Nee, weil ich nicht entkernen werde. Okay. Ja, ich lasse das fast schon so. Ach, das Haus meinst du? Okay. Ja, das Haus nehme ich jetzt und hier baue ich. Du meinst das andere? Nee. Wo du gerade rausgestürmt kamst. Nee, das würde ich fast sagen, das bauen wir um zum Turm. Warum wir umbauen? Also einfach erweitern. Noch ein Turm im Haus. Warum machen? Ja, größer bauen. Alles größer. Hier liegt da auch schon hier gegenüber von dem... Dings hier von dem Lagerhaus wird da auch schon hier Bauernhaus werden. Warum mache ich jetzt nicht mehr? Die Crafting-Kälte. Die 4 reichen. Und Fackeln brauche ich. Haben wir noch Fackeln? Wisst ihr das? Oder? Keine Ahnung, aber ich kann da welche bauen, wo es nicht. Ich bin ja auch gerade am Lager. Also Cola haben wir ja jetzt erstmal mehr als genug. Ich könnte welche gebrauchen.
Du kriegst keine, du kriegst gar nichts. Ist, aber. Ja, das ist aber warum? So, ich hab 48 Fackeln dabei. Noch brauche ich zwei Eimer, aber ich hab hier nur einen, gerade vorne. Hast du leider keine, Dom? Warum? Du magst schon eine Pumpe bauen. Kann ich dir gerne bei helfen, Dom? Ich brauche schon eine Pumpe und 4 Redstone-Motoren. Wenn Max ja jetzt das Höllenportal baut. Dann können wir eigentlich auch ein paar Pumpen bauen für die... Eine Pumpe halt. Wie war das nochmal mit den... Warte mal. Wie ging die Kugel zu bauen, mit denen ich dann Holz in Obsidian verwandle? Brauchst du die Kugel und brauchst Rohholz. Am besten hier Standard-Minecraft-Rohholz, also Eiche oder Tanne oder so. Brauchst du halt... ein Stamm auf die Nummer 8 sozusagen und ein Stamm auf die Nummer 4 und auf die Nummer 7 kommt halt der Stein. Solltest du das mal machen, weil das war mir jetzt schon zu hoch. Das Nampel, das du hast, ne? Da hast du doch Zahlen drauf, ganz mal. Und... Was? Bei was? Tastatur, Nampel. Ja? So. Auf Taste Nummer 8, da wo die 8 ist. Ja. Crafting-Tisch, da musst du halt Dings hinbauen. Da machst du ein Rohholz hin, also Eichenholzstamm. Ja, ja. Dann auf Taste Nummer 4 machst du einen Eichenrohholzstamm. Ja. Und auf Taste 7 kommt die Kugel. So, wo krieg ich die Kugel her? Hatten wir die nicht schon irgendwo? Ja. Bring ich dir. Das ist sehr nice. Blablabla. Dann mach mich mir jetzt mal dazu frei. Bei Steinäxte. Können ja auch schon mal dann Dings hier machen. Für jeden eine immer gut haben dafür. Scheiße. Den Inventar aufpoppen. Da, ich hab's ja. Muss ich halt jetzt immer schnell Hochholz suchen gehen, aber das ist glaube ich das kleinste Übel. 16 Stück. Den Holzvorkommen, die wir hier haben. Ich glaube, das wird das geringste Problem sein. Hier oben aber auch. So. 4 Eisen, 1 Gold. 4 Eisen. 1 Gold habe ich. Und Stein. 4. Ich brauche alles noch. 8. 2. Ich brauche mal einen Macerator, was? Damit wir das ganze Eisen hier nur verschmelzen, weil mit dem Macerator kriegst du ja 2 Eisen raus. Aber ich würde meinen, wir erweitern jetzt das Ort erstmal zu den Seiten hin, weil vorne hin, wo das Lager steht, finde ich den Eingang irgendwie geil gemacht. Da bin ich ein bisschen selbstbewusst in meinen Eingang, deswegen. Ich lege jetzt mal 2 dieser Scherben, lege ich jetzt erstmal hier auf so eine rein, kann ja Doms rausholen, hier beim Lab dazu, die so oder Rubine sind. Ja, ja. So Minium-Scherben. Dann kannst du die Kultur behalten. Das ist doch eh alles nur gerade provisorisch mit Lager dann erstmal. Falls du auch mal kommen willst mit hier auf die Lage, dann brauchen wir das die ganze Zeit hin und her tauschen. Du hast wieder eine. Du meinst jetzt die rote so. Kugel? Genau, die rote Kugel. Kannst du die behalten, dann hat jeder eine davon. Mach 2 Holz zu einem. Ja. Genau, wie viel Obsidian auch noch? 10. Und ich spare also mit unten 2 und oben 2 statt 4. Ach, ich wollte mal zum Dingen noch schnell. Also ihr könnt ja dann diesmal könnt ihr ja die Seite dann schön erweitern, weil ich baue dir jetzt schon die Bäume ab. Ich möchte dann komplett ausgucken. Wenn ich hier noch was so Stein buche, dann kümmere ich mich um die restlichen Items für den Höllenportal mit hier Schankloader und hast du gesehen. Für
Pumpstation, damit wir hier die ganze Energie haben. Dann kümmere ich mich ums Bauernhaus schnell und dann... Ja, das Bauernhaus kann ja eigentlich was Dom machen. Oder nee, Dom könnte, nee, du könnt nebenbei erweitern. Was denn jetzt? Was soll ich tun? Erweitern. Gib mir Aufgabe. An der Aber Seite, an der Seite, wo ich jetzt bin. Oh, gute Positionsangabe. Hinter, na, wenn das lag, da bei dem Brunnen siehst du mich. Geh mal zum Brunnen in unserem Dorf, da siehst du mich eigentlich schon. Ich hab schon keine Kohle mehr. Ich hab keine Kohle mehr. Na, Kohle müssen wir eigentlich noch mehr als genug haben. Ich meine hier die Maschine. So. Irgendwo höre ich was? Ja, du gehst gerade in den Baum drin, kann das sein? Ja, den kackst du ja schon alle runter, die Bäume. Deswegen, so dass du dann eigentlich nur noch Terraforming machen musst, also dass wir alles auf eine Höhe haben und den Zaun fortsetzen musst. Aber ich denke mal, da musst du auch vorher noch auf Holzsafari gehen. Heißt auf jeden Fall Gebiet um einen anhöhen. Also Gebiet um einen anhöhen. Oder du machst so wie ich gemacht habe, mit der Treppe. Okay. Musst ja mal nur vorne beim Lager gucken, da siehst du ja, wie ich. Ja, ich seh's ja. Wenn ich so drüber springe, sehe ich ja gerade noch. Hast du eigentlich die Pumpe schon gebaut oder sowas? Oder die Motoren? Nee. Ach, gar nicht angefangen, ja, das mach ich als alles selber sozusagen. Gar kein Problem. Mach ruhig du das Dorf weiter. Gar kein Problem. Okay. Wir haben Quarzkristalle. Ja, das muss gut aussehen. Ah ja. Nü. Echt? Oh, nur einer von euch, das ist mir egal, das hat mir auch. So. Du willst doch nur eine Schlägerei provozieren. Quatsch. Aber bei dem Portalhaus muss man dann wirklich ein Ding machen, gell? Eine Eisentür, weil ich weiß nicht, bei normalen Minecraft war das so, bei Gewitter können die Viecher, kommen die doch sogar da rausgelatscht, oder? Die können generell durchlatschen, ja. Aber auch unsere Viecher können reinlatschen, also. Also würde ich schon sagen, nochmal eine Eisentür reinmachen. Da reinkommen. Hülle. Solange wir dir in dem Moment ja nichts tun, ist es ja eigentlich in Ordnung. Oder? Bei den normalen Spalten, ja, aber unsere Viecher können halt auch durchlaufen. Das heißt, ein Creeper kann auch in die Hölle dann marschieren. Oh. Ich glaube, das wäre nicht so toll, oder? Ach, an sich Sache. Wenn ich gerade nicht daran bin, ist mir egal. Was würde denn passieren, wenn du in der Hölle noch wärst? Das wäre nicht so toll. Ich will nicht hochfliegen in der Hölle. Und der Creeper, ach nee, der Creeper kann ja gar kein Obsidian in die Luft jagen. Nee, das ist so schwer für ihn. So. Ey, warum bin ich doof? Ich will aber vier Stück machen, nicht bescheuert. Ach ja. Was mal ich den Kopf hat, ne? Hab meine Beine. Beine. Aber das hilft gerade nicht weiter. Ein Glas. Ah, noch Glas. Die Glasscheibe bin ich nicht.
Besuch. Mach die Kisten auf und zu.